Liebe Dela, wir sind immer noch hier. Folge, was haben wir denn? Folge 8, Staffel 4. Ja, ich wollte so ein bisschen briefmäßig anfangen, denn heute besprechen wir die Folge, die im Original heißt Dear Mildred. Es ist also wieder eine Brieffolge. Mm. Und ja, im Deutschen heißt sie tatsächlich mal ordentlich übersetzt Meine allerliebste Mildred. Und wir machen das so wie, ja, schon die ganze Staffel. Wir gucken uns die Folge jetzt auf Disney Plus an und zählen runter. Genau. Und dann starten wir die und besprechen sie parallel. Mhm. Also, so machen wir das. Genau. 3, 2, 1, los. Okay. Und da startet das Ganze. Genau. Hawkeye. Radar guckt den Hubschraubern zu. Es spielt die wunderschöne Musik. Ja. Alan Alda ist unsere Hauptfigur, Mike Farrell. Ich überlege gerade, ist das jetzt die dritte oder die vierte Dear Dad-Folge? Also es ist ja nicht genau genommen eine Dear Dad-Folge, aber... Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es müsste die vierte sein. Warte, ich schaue einfach mal in unsere Liste. Wir haben eigentlich für jede Staffel eine Dear-Irgendwas-Folge. Mhm. In Season 1 hatten wir Dear Dad. In Season 2 hatten wir... Na, Moment. In der ersten Staffel hatten wir auch Dear Dad Again. Ah, 2. Ja. Dear Dad 3. Also es ist mindestens die vierte, aber verdammt, in der... Verdammt, jetzt habe ich schon wieder einen Ohrwurm. Ach, das macht nichts. Weil er sitzt in seinem Büro und pfeift ein fröhliches Liedchen. Da war ich schon mal über verwirrt. Die Melodie kennen wir in Deutschland als Sonderzug nach Pankow. Und die haben wir, glaube ich, in Staffel 2 schon mal gehabt. Und da habe ich mich damals schon drüber gewundert, dass es dieses Lied damals schon gab. Aber halt in Original. Ja, das ist irgendein... Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, das Lied. Ja, es ist übrigens eine ganz besondere Folge, weil wir eine neue Hauptfigur kennenlernen werden. Aber da kommen wir noch dazu. Lustig fand ich tatsächlich, Raider hatte schon wieder diesen Verdacht, dass Potter einen Brief diktieren will. Und ja. Potter sagt, Brief diktieren? Nein, ich wollte eigentlich gerade an meine Frau schreiben. Oh. Ach, unser Raider. Und er fragt, Raider, sind Sie eigentlich verheiratet? Nein, ich bin doch noch ein Kind. Ja. Wobei, man sieht ihm schon an, dass er langsam älter wird. Ja. Also er kriegt ein paar mehr Falten im Babyface. Und er ist gerade sehr verwirrt und traurig, weil er keine Arbeit hat. Und Potter hat ihm eigentlich gerade Pause verordnet, aber er will keine Pause machen, er ist doch noch ein Kind. Und jetzt hat er gerade den Auftrag bekommen, er soll das Büro putzen. Meine liebste Mildred. Und dann schmeißt er das Blatt weg, weil Raider drauf gesprayt hat. Ja, und Potter schreibt, dass wieder ein Hochzeitstag vor ihnen liegt, den sie wieder getrennt verbringen werden. Es freut mich, dass du deine Hühneraugen hast entfernen lassen. Und ich finde es schön, dass es eine Folge, mit der wir Potter jetzt auch mal näher kennenlernen. Ja. Weil er auch schreibt, ich versuche mich an diesen Haufen hier zu gewöhnen, aber es ist nicht leicht. Und dann erzählt er erstmal von Raider. Und süß, er wird beschrieben als ein bisschen wie ein hyperaktives Eichhörnchen. Genau. Das passt auch. Ja. Warum ist bei War as Hell plötzlich die Lachspur an? Aber du hast recht, hier ist eine Lachspur. Interessant. Also im Deutschen ist sowieso nicht. Ja. Ach, jetzt tauchen Dick und Doof auf. Margaret und Frank. Ja. Und sie haben eine Kamera. Und sie wollen ein Foto fürs Jahrbuch machen. Genau. Ist Jahrbuch ein Wort?
Ja. Sie sind sich noch nicht mal einig über die Pose. Ja, es ist auch das erste Jahrbuch, das sie jetzt jährlich machen wollen. Mhm. Aber im Sitzen lässt sich schlecht stehen. Oh Gott, wenn man sieht, wie Frank die Kamera hält, möchte man ihn verprügeln. Mm. Potter spielt mit und hat, man sieht in seinem Gesicht, dass er denkt, oh Gott, was für Idioten. Und Markus sieht auch wirklich etwas doof aus mit diesem Hut. Ja. Und beide, Rainer und Potter, gucken ihn nachher, als sie wieder gehen. Die beiden sind schon komisch, was? Mhm. Fragt er ihn. Vor allem, wenn sie zusammen auftauchen. Da hat er recht. Margaret ist ohne Frank echt erträglich, ja. Genau. Jetzt erfahren wir auch, dass die Wäscherei etwas langsam ist, weil der Ochse ist krank. Was Potter auch ehrlich leid tut. Ja, das ist ja auch schade. Lustig fand ich tatsächlich, finde ich tatsächlich, Rainer rennt gerade den beiden hinterher. Und er spricht beide mit Sirs an. Ja, das macht er bei immer. Das macht er ja immer, ich weiß. Ja, da macht der Vater. Guten Morgen, Rainer. Ich habe nur die Windrichtung geprüft und er streckt die Zunge wieder raus. Er hat sie nämlich Frank nachgestreckt. Der Wind kommt übrigens aus Norden. Machen wollte. Mhm. Hawkeye ist mal wieder am Flirten. Ja, treffen wir uns nach dem Essen. Es gab heute Pudel. Koreanische Pudel natürlich. Ja, man merkt, dass Raider irgendwas vorhat. Mhm. Und er will jetzt die Leute auf seine Seite ziehen, die wichtig sind. Also. Naja, ich ja. Aber Frank ist, dem passt nicht so ganz, dass Raider im Sumpf warten soll. Ach, was macht er denn da eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Ein Kamerafilm hat er gehabt. Ah, stimmt, ja. Ach, jetzt regt er sich ja auf, dass Hawkeye einfache Dienstgrade in sein Quartier lässt. Und da kommt auch BJ, der kommt wohl aus der Dusche. Und er hat einen Helm dabei. Als Waschschüssel nehme ich an. Ich vermute es auch. Aber warum hat er eine Waschschüssel dabei, wenn er aus der Dusche kommt? Ja. Hm. Oh, und Rainer hat Heimweh noch Heimweh. Also ja. er kann sich einfach nicht gewöhnen, zusammen mit Potter zu sein. Das fühlt sich nicht an, als wäre er mit seiner Mama zusammen, sondern mit einer komischen Tante. Ja, man darf noch nicht mal den Zwieback in den Kakao tunken. Aber Hawkeye tunkt was in den Martini. Ja, das war doch nur eine Olive, oder? Ja. Wahrscheinlich haben sie nur eine, deswegen muss das wieder rausgeholt werden. Oh, Potter ist wie seine Tante. Och. Und Rainer hört wieder mal die Hubschrauber. Genau. Aber keine Verwundeten, nur Post für ein paar Pilze. Also Glückspilze. Tatsächlich ein bisschen lustig, dass er da den Unterschied nicht hört. Ja. Oh, der Hubschrauberpilot will ein Gewehr haben, aber davon haben sie im Camp nur 4, denn da liegt ein verwundetes Pferd im Feld. Der will es erschießen. Ja, und Rainer ist, das haben wir ja schon ein paar Mal, Rainer ist ja voll der Tierschützer. Mhm. Und er ist natürlich total dagegen, dass wir das auch mit Tier erschießen. Und wir sind doch Doktoren und wir müssen doch da was machen können. Bitte? Bitte, bitte? Ja, bitte auch. Wie in den Nessie-Filmen. Genau. Raider, Timmy ist in den Brunnen gefallen.
Ja, Potter sitzt mittlerweile im Messezelt und schreibt seinen Brief weiter. Also er sagt, naja, also ich kann jetzt nicht allzu viel über den Kaffee sagen, aber sagen wir mal so, wenn mir irgendwann mal die Tinte ausgeht, dann bin ich abgesichert. Und der Vater kommt und hat Kopfschmerzen, denn wenn er die Beichte abnimmt, spürt er es genau hinter der Stirn. Und er hat Durchfall, der arme Vater. Ach ja. Da rennt er schon wieder. Jetzt schreibt er seiner Mildred ein bisschen über den Vater. Und jetzt kommt, glaube ich, eine Zwischensequenz. Ja. Mit dem Vater und Nurse O'Connor. Die werden wir gleich sehen. Aber erstmal läuft noch ein Western. Genau. Und der Projektor geht wieder mal kaputt. Auch ja, das ist ja ein Standardbild. Und da haben wir auch Klinger, der ziemlich militärisch gekleidet ist, bis auf seine Ohrringe. Und die Alternativversion, die sie haben, ist nur ein Film über Fußpilz. Naja, das ist ja auch gut. Aber der Vater will die ganze Situation ein bisschen auflockern und zusammen mit Schwester O'Connor ein Liedchen, das sie eingeübt haben für die Waisen. Genau. Ja. Und jetzt achte mal auf die Körperhaltungen des Vaters. Mhm. Er legt seine Hand auf, ja. Ne, und dann kommt sie ganz. Weißt du warum? Nein, aber sie sieht auch nicht sehr begeistert aus. Nurse O'Connor ist Barbara Christopher, die Frau von William Christopher, vom Vater. Ach. Ja. So wie sie nebeneinander stehen, denkt man, die haben nichts miteinander zu tun. Ja, und vor allem, weil sie auch echt nicht begeistert geguckt hat, als er die Hand da hingelegt hat. Also wahrscheinlich gut geschauspielert. Mhm. Aber er hat tatsächlich keine schlechte Singstimme. Die müssen aber auch einen ganz schönen Altersunterschied haben in ihrer Ehe, oder? Also sie sieht viel älter aus als er. Oh. Ich habe leider über sie keine Daten. Okay. Und wir blenden jetzt wieder zurück auf die aktuelle Szene. Und das ist eben die Rettung des Pferdes. Also der Helikopter gibt quasi die Position durch und unsere Jungs fahren mit dem Jeep hinterher. Ja, und jetzt lernen wir gleich Sophie kennen. Aber es ist schön mit BJ und Hawkeye in dem Jeep, Raider hinten drauf mit dem Fernglas und von oben haben wir den Hubschrauber und da steht das Pferd. So richtig verletzt sieht das aber nicht aus. Nö. Und warum rennt das Vieh nicht weg, wenn es den Hubschrauber hört? Ja, also wahrscheinlich war es verletzt. Ist. Ja. Ja, man verabschiedet sich vom Hubschrauber, weil das Pferd hat man ja gefunden. Genau. Und Raider hat das Kommando übernommen. Ja, das finde ich ein bisschen süß. Mhm. Weißt du irgendwas von über Pferde? Naja, ich bin immerhin schon mal in Pferdescheiße getreten. Okay, du bist der Boss. Und jetzt rennt das Pferd doch weg. Und die anderen hinterher. Und BJ hat ein Lasso. Das klappt. Also wenn es bei irgendjemandem klappt, dann ist es wahrscheinlich bei BJ. Ja. Aber Raider hat wirklich das Kommando. Das ist echt süß. Ja. Schon mal was mit dem Lasso gefangen? Ja, meine kleine Schwester, sie schuldet mir 5 Cent. Und Raider bricht sich wirklich einen ab, damit sie dem Pferdchen nicht aus Versehen wehtun. Ja, es humpelt ein bisschen. Ja. Und er fängt Hawkeye.
mit dem Lasso. Das ist ein sehr guter Wurf. Nur in die falsche Richtung. Jetzt versucht Hawker erstmal. Ja, und okay, da Vollprofil. Hat's auch nicht geschafft. Nein. Das Pferd rennt weiter. Er kommt nicht mal in der Nähe des Pferdes. Ja. Und jetzt übernimmt es der echte Profi. Ohne Lasso. Genau. Er nimmt das Seil mit, ja. Und er geht langsam auf das Pferd zu und spricht mit ihm. Genau. Ich tue dir nichts. Guter Junge, guter ja. Junge. Stellt sich ordnungsgemäß vor. Ich heiße Raider Riley. Und jo, er braucht das Seil nicht, ja. Jo, feines Pferd. Würdest du gern mit einem LKW mitfahren? Ich werde auch immer neben dir sitzen und auf dich aufpassen. Och Gott, ist Raider süß. Ich liebe diesen Charakter so sehr. Ja. So, und dann nimmt er das Pferd mit. Und Hawkeye, sehr gut. Er ist ganz neidisch, wenn ich das nur mit den Krankenschwestern könnte. Ja, und Potter schreibt weiter, er hat sich ein Bier in Rosies Bar geholt und hat da Frank Burns und Margaret getroffen. Sie ist Oberschwester, er ist Obertrottel. Und er weiß auch schon, dass zwischen den beiden was läuft. Mhm. Manchmal hat er Lippenstift am Kinn. Naja. Aber es geht ihm ja nichts an. Witzig finde ich tatsächlich. Die Dose? Nein, nicht die Dose, sondern dass er da liegt in Bademantel und allem. Und ohne Hose offensichtlich. Ja. Aber den Hut noch auf hat. Natürlich. Übrigens, hinter ihm sieht man ja die Zeichnung von dem Pferd. Und Frank und Margaret wollen was zum Hochzeitstag für den Colonel. Sie wollen sich nämlich einschleimen. Und zwar bei einem koreanischen Händler. Ja. Das ist einer, den haben wir auch schon öfter gesehen. Richard Lee Sung als Joe, also C-H-O. Ja, und natürlich ist Frank wieder unglaublich freundlich zu dem Verkäufer. Ah, nee, den haben wir doch noch nicht gesehen. Ich dachte, den hätten wir schon gesehen. Okay. Habe ich mich geirrt. Oh ja, aber die Holzskulptur ist echt hübsch. Also, die im Hintergrund. Es geht gerade um Schnitzereien. Und er zeigt gerade ein Vierkantholz. Und sagt, ja, das war übrigens mal rund. Wir haben ihn doch schon mal gesehen. Aber da hat Joe gespielt. Mhm. Und er wird noch 9-mal auftauchen. Und einmal spielt er dabei eine andere Figur namens Joe und ansonsten immer andere Namen. Ja, also der Shop-Owner hat gerade so seine Aufstellung gemacht, wie viel er braucht, um diese Skulptur von Henry, von Potter, herzustellen. Ja, ich werde elektrischen Strom brauchen, 2 Assistenten, das wird furchtbar teuer. $6. Ja, das war damals viel Geld. Und Frank versucht noch, ihn runterzuhandeln. Natürlich. Und BJ führt seine erste Pferdeektomie durch. Hm. Und Hawker erzählt, dass er als Haustier nur eine ausgestopfte Eule hatte. Aber es war ein sehr loyaler Vogel. Mhm. Ja, jetzt wird also das arme Pferdchen behandelt. Ist gut, Pferdchen. Ich würde nicht so hinter diesem Pferd laufen. Nee, und nicht auf so enger Fläche vor allem. Ja. Und vor allem nicht mit der Spritze. Mhm. Also. Okay, also Pferdi wurde wohl angeschossen. Ja, ein Granatsplitter, sagen sie im Deutschen. Und sie versuchen ihn zu betäuben. Ja, jetzt beeil dich halt, dann geht's auch schneller. Ja.
Ja, jetzt merkt Hawkeye, oh, vielleicht schlägt sie aus. Und dann hauen sie ab und lassen Raider mit dem Pferd allein. Und das Pferd schlägt trotzdem aus und tritt die Tür auseinander. Ja. Das Pferd ist auch nur ein Mensch. Ja, aber die Betäubung hat funktioniert. Oh, ist Battle Trader. Ja, der einzige, also wir haben gerade eine PA-Durchsage. Die einzigen Ergebnisse, die das Friedensgespräch in da und da hervorgebracht hat, ist eine Normierung für die Flaggenmasten. Ja, Raider sagt gerade, ich behalte das Pferdchen. Henry hat mich meine Haustiere auch behalten lassen. Ich durfte sogar Black Beauty behalten. Oh. Ja, Raider, aber Black Beauty war ein Hamster. Außerdem kommt schon, wie schlimm kann es sein, Potter ein Pferd zu verkaufen? Ich bitte euch. Ja, das... Also ich denke, da gibt es echt schwierigere Sachen. Ja, ich wollte gerade sagen, also... Ja, Sophie wird uns tatsächlich bis zur allerletzten Folge erhalten bleiben. Dargestellt wurde sie aber von verschiedenen Pferden im Laufe der Jahre. Okay, Margaret lässt gerade ein bisschen die Domina raushängen. Frank putzt ihre Schuhe. Und macht gerade wieder einen blöden Spruch über seine Frau. Und sie sagt gerade, Frank, wenn du diesen Namen noch einmal in meinem Zelt erwähnst, wirst du nie wieder meine Schuhe putzen. Und sie bekommen das Geschenk für Potter. Markus fragt, wie sehe ich aus? Und der Koreaner sagt, ja, er sieht etwas schuppen. Ich bin auch Friseur. Und er wird weggeschickt, obwohl er gerne sehen würde, wie sein Kunstwerk ankommt. Entwickelt. Ja, die beiden, Hawkeye und BJ, merken auch gerade, dass sie auch kein Geschenk haben. Und der koreanische Händler präsentiert Uhren und Handschellen und Hitlers Stiftebox. Buntstiftdose, sagen sie, ja. Und der arme Potter schreibt traurig einen Brief. Dein dich ewig liegender Schirm. Da kommen dann die zwei. Ja. So, gucken wir mal, was Frank und Margaret ihm schenken. Und sie betonen nochmal, dass Hawkeye und BJ damit nichts zu tun hatten. Genau. Was wahrscheinlich gut ist. Ah, es soll eine Büste sein von Potter. Und jetzt noch sieht man sie nicht. Auch so schlecht ist sie nicht. Ja, also. Das finde ich jetzt auch gar nicht so übel. Die Augen sind ein bisschen asiatisch. Ja. Aber so geht das ja eigentlich. Und jetzt kommt Raider und hat auch ein Geschenk zum Hochzeitstag. Und das ist jetzt wird's richtig süß. Ja. Ach, wie Raider guckt. Und wie Potter guckt. Genau. Dem fällt alles aus dem Gesicht. Aber er ist sofort verliebt. Das siehst du jetzt schon. Und Raider hat erstmal voll Angst, dass er sie nicht mag, aber Potter ist total verliebt. Erklär das, es ist ein Pferd.
Und der Tränchen, oh Gott. Oh Gott, ich habe die Szene echt vergessen. Oh. Aber oh Gott, ist die süß. Und Vater rutscht aus. Ja. Und tritt direkt ins Glück. Barfuß durch die Blumenwiese. Ach je. Ach, das ist eine schöne Folge. Ach, wie süß. Ja, das fand ich auch, ist richtig süß. Es kommen Verwundete und die Chiefs fahren und Potter reitet auf dem Pferd heran. Genau. Ach, das ist toll. Nein, das die Folge habe ich komplett vergessen, aber das ist großartig. Ich habe mich daran erinnert, dass er das Pferd jetzt irgendwann bald kriegen muss. Aber wie schön die Folge dann ist, das wusste ich auch nicht mehr. Oh nein, das ist toll. Das finde ich wohl gut. Eine schöne Folge. Die hat Spaß gemacht. Da würde ich tatsächlich auch 10 von 10 Pferdeäpfeln geben. Ja, sie hat echt Spaß gemacht. Mich hat so diese Nebenhandlung mit Frank und Margaret ein bisschen gestört. Ja. Deswegen gebe ich nur 9 von 10 Holzskulpturen. Aber gut, doch, die war richtig schön. Gut. Die war wirklich schön, ja. Gut, ich würde behaupten, damit sind wir auch durch für diese Folge. Genau. Und wir hören uns demnächst wieder zur Folge 9. Aber bis dahin, lasst es euch gut gehen und passt gut auf euch auf. Und eure Pferde. Genau. Ciao. Tschüss.